Herzlich willkommen bei CF-Kritik. Und am Donnerstag erscheint der erfolgreichste Blockbuster des Jahres 2015 und der erste Teil der neuen Star Wars Trilogie, Star Wars Episode 7, das Erwachen der Macht, endlich in 3D in Form dieser wundervollen Collector's Edition, von der ich seit 2 Tagen stolzer Besitzer bin. Auf meinem Unboxing-Kanal habe ich ja bereits eine feine Vorstellung gemacht von dieser Edition, wo ihr einen recht guten Einblick bekommt. Aber jetzt wollte ich nochmal eine eigene Review machen hier auf meinem Hauptkanal, um das Ganze einfach noch ein bisschen persönlicher rüberzubringen und dann auch meine persönliche Meinung abzugeben und auch noch ein bisschen über das 3D zu sprechen. Da bin ich mir sicher, interessieren sich einige dafür, wie das denn so geworden ist. Trotzdem schauen wir uns zuerst nochmal die Edition an. Wir haben natürlich wieder den Infoschuber. Als erstes mit der Info, was alles dabei ist, natürlich die 3D Blu-ray-Version, natürlich auch die 2D Version sowie eine exklusive Bonus-Disc mit den noch nie zuvor gesehenen Specials. Auf der Rückseite finde ich ziemlich witzig, hätten wir eigentlich hier oben die Infobeschreibung zum Film, aber die fehlt hier komplett. Wir haben hier einfach ein schönes Bild von der Edition, damit man halt sehen kann, wie das Ganze schon so aussieht. Und da finde ich ziemlich witzig, dass man da nicht mal eine Infobeschreibung zum Film drauf hat. Aber eigentlich braucht man das ja auch nicht, weil jeder wissen sollte, um was es im Film geht. Und die meisten, die sich für den Kauf von der 3D Blu-ray entscheiden, die haben ja wahrscheinlich schon die Blu-ray oder so. Und da ist natürlich die Infobeschreibung mit drauf. Dann erstmal hier die Info, was wir alles für neue Specials mit dabei haben. Das sind einige. Ich habe mit reingeschaut und muss sagen, das ist für Fans natürlich ein absoluter Leckerbissen. Dann bekommen wir einen so feinen, detaillierten Eindruck hinter die Kulissen dieses großartigen Filmes. Von Audiokommentar zu neuen zusätzlichen Szenen und ganz viele andere Sachen. Zu den Specials, zu den Details meine ich, kommen wir später. Jetzt schauen wir uns als erstes diese Edition an. Und wie ihr sehen könnt, das ist schon fast im Style von The Hobbit, von den Extended Editions. Das war ja auch mit so einer ragenden Prägung. Nur haben wir jetzt hier einen wundervollen 3D-Lentikulareffekt. Das kann man hier wahrscheinlich jetzt nicht so gut erkennen, aber das Lichtschwert, das Finn in der Hand hält, das hat auf jeden Fall eine richtig schöne Tiefenwirkung, einen schönen Effekt auf der Wald zum Hintergrund. Das sieht richtig geil aus. Eben dann noch der Titelschriftzug Star Wars, das Erwachen der Macht 3D. Hier oben das ganze Collector's Edition, das ist geriffelt, so in einer Goldlegierung. Und der ganze Schuber hier ist nicht einfach nur Plastik, sondern mit so einer Art Gummischicht überzogen. Wirkt fast wie Leder, ist natürlich Gummi und fühlt sich ziemlich interessant an. Und auf jeden Fall lässt das Ganze sehr edel wirken, gefällt mir richtig gut. Auf dem Spin das Ganze auch in Gold legiert, Star Wars, das Erwachen der Macht 3D. Und ich muss schon sagen, das sieht richtig edel aus, wahnsinnig geil. Ich mache das Digipack bzw. das Booklet mal raus aus dem Schuber. Jetzt könnt ihr das nochmal im Einzelnen betrachten. So sieht es aus. Ziemlich massiv und stabil auf jeden Fall. Richtig cool. Und jetzt haben wir hier das Digibook, Digipack, Mediabook, wie man das auch immer nennen mag. Gibt ja ziemlich viele Bezeichnungen für. Als Frontmotiv, da haben wir nicht mehr den Titelschriftzug drauf, sondern einfach ein richtig schönes Motiv von dem finalen Lichtschwertkampf zwischen Rey und Kylo Ren. War ja früher mal ein Spoiler, aber nachdem nach einem Jahr, nach dem Release, den Film schon jeder gesehen haben dürfte, packt man halt das hier das so voll drauf. Sieht auf jeden Fall richtig cool aus, sehr kräftiger, feiner Druck. Auf dem Spin dann das ganze Star Wars, das Erwachen der Macht wieder 3D, das Lucasfilm-Logo sowie das Blu-ray-Logo. Alles wie gehabt. Auf der Rückseite auch nochmal ein richtig schönes, kräftig gedrucktes und sehr hoch auflösendes Motiv von Rey und Finn, wie sie hier da gerade flüchten. Gefällt mir richtig gut das Ganze. Und auch hier sieht man richtig, dass es halt so ein Buch darstellen soll mit dem Band hier. Und wie man das Ganze halt hier so öffnet. Richtig cool. Machen wir das Ganze mal auf. Und da kommt hier gleich ein richtig schönes Motiv von Harrison Ford und Chewbacca zum Vorschein. Sieht richtig toll aus. Ich weiß jetzt nicht, ob die Kamera das alles so auffängt. Ich hoffe es auf jeden Fall mal. Denn wenn man das Ganze so aufklappt, dann könnt ihr schon sehen, da haben wir hier die ganzen Discs. Hier dann im Hintergrund ein richtig schönes Motiv von dem, von der Szene, in der Rey und Harrison Ford als Han Solo natürlich in die Lichtgeschwindigkeit gehen. Richtig cool. Und die Discs auf jeden Fall hätten wir hier, die 3D-Disc, die mache ich jetzt hier mal weg. So sieht das Ganze aus, mit Kylo Ren drauf, neues Motiv, finde ich richtig klasse. Wir haben sonst bei der 2D Blu-ray dasselbe Motiv. Hier mit dem Wing Starfighter. Sieht richtig geil aus. Und auch noch eine exklusive Special Disc. Und die hat auch ein eigenes Motiv mit Harrison Ford und J.J. Abrams drauf. Gefällt mir richtig gut. Und die Discs mache ich jetzt einfach mal kurz alle raus, damit ich euch das Motiv zeigen kann. Denn das hat es echt in sich. Sieht mega geil aus. Absolut bombastisches Motiv. Ich hoffe, ihr könnt das so gut sehen. Und ich muss schon sagen, es ist als 3D Blu-ray-Veröffentlichung eine richtig coole Sache. Und es ist ja eigentlich, dürfte für jeden klar sein, dass das eine Veröffentlichung für Fans ist. Denn nur die Fans würden sich hier den Film nochmal kaufen, 7 Monate später, um das Ganze nochmal in 3D erleben zu können. Deshalb finde ich es klasse, dass man sich dazu entschieden hat, das so auch edel zu veröffentlichen, eben für Sammler.
und ist auf jeden Fall richtig gelungen geworden. Von der Tonspur her haben wir nach wie vor, wie schon bei der normalen Blu-ray-Veröffentlichung, eine 7.1 Tonspur in Englisch, in Deutsch eine 5.1 Tonspur. Und das 3D-Bild ist auf jeden Fall absolut lohnenswert. Ich weiß jetzt nicht, ob es sich lohnt, den Film für 30 Euro zu kaufen, nur wegen dem 3D. Das, wie schon gesagt, werden dann wahrscheinlich nur die absoluten Sammler und Mega-Fans des Films tun. Ich finde das 3D auf jeden Fall sehr gelungen. Wir haben einen wunderschönen Effekt, vor allem bei dem finalen Lichtschwertkampf, wo die ganzen Schneeflocken fliegen und das Ganze halt mit den Funken von den Lichtschwertern sieht wahnsinnig geil aus und verfeinert den Film natürlich nochmal um ein Vielfaches. Also es ist schon ein wunderschöner 3D-Effekt. 3D at its best, würde ich da mal sagen. Und von mir bekommt diese Edition Bestbewertungen. Ich hätte es nicht besser wünschen können. Ansonsten zum Film brauche ich ja wohl nichts mehr zu sagen. Ich habe schon eine Blu-ray-Review gemacht im April und auch eine Kino-Review letzten Dezember. Und das war's mit meiner Vorstellung. Ich hoffe, ihr habt einen guten Einblick bekommen. Und wenn ihr jetzt das Cover und das Ganze nochmal von Namen sehen wollt, dann könnt ihr gerne mein Unboxing anschauen auf meinem Zweitkanal CF Unboxings. Link packe ich euch nochmal in die Kommentare oder in die Infobeschreibung. Und Links zu der Edition und zur 3D Blu-ray, beziehungsweise das ist ja die 3D Blu-ray zur Blu-ray und zum Steelbook, sind in der Infobeschreibung. Und lasst mich jetzt gerne eure Meinung wissen, wie euch diese Edition gefällt. Ab Donnerstag ist das Ganze im Handel überall erhältlich. Das war's mit meiner Vorstellung. Wenn euch dieses Video gefallen hat, gebt gerne einen Daumen nach oben. Wir sehen uns im nächsten Video, Freunde. Bis demnächst.